Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Scheiße, Alter, was war das denn, ey? Auf jeden Fall, Freunde, da der erste Shopping Haul euch so gut gefallen hat, habe ich mir gedacht, baller ich den zweiten Teil raus. Das heißt, Leute, bleibt bis zum Ende dran. Und ja, Leute, dieses Mal gibt es sehr, sehr viel zu gewinnen. Wenn ihr etwas gewinnen wollt, müsst ihr euch das komplette Video anschauen. Denn irgendwann mitten im Video werde ich etwas einblenden und das braucht ihr, um später zu gewinnen, Freunde. Wie gesagt, und ja, Leute, fangen wir auch direkt an. Viel Spaß beim Video und wir sehen uns. Ja, Leute, das ist das erste Teil. Look at this, bro. I spit on your grave, Freunde. Was bedeutet das? Das heißt so viel wie ich spucke auf dein Grab. Darf er das? Ja, Leute, das ist das erste Shot. Ich finde es richtig nice. Oh, ich finde, das sieht so nice aus, Leute. Und ja, Leute, dieses Shirt hier habe ich von Autonom bekommen. Danke, Homie, für die ganzen Sachen, Leute. Es werden gleich noch mehrere Sachen von Autonom kommen, die ich geschenkt bekommen habe. Richtig, richtig nice. Und Leute, wie gesagt, ich werde euch alles in die Videobeschreibung verpacken, was ich mir gekauft habe, was ich geschenkt bekommen habe. Und seht ihr alles unten in der Videobeschreibung, Leute. Das sieht so. Wow. Ja, Leute, das ist mein zweites Shirt, was ich mir geholt habe. Das habe ich aus H&M, Leute, für 10 Euro. Ich finde, das ist richtig chillig. Einfach ein weißes Shirt, hier ein bisschen rund. Für 10 Euro, Leute, da kann man einfach nichts falsch machen. Ich werde euch so ein ähnliches Shirt hier unten verlinken, Freunde. Seht ihr alles unten in der Videobeschreibung. Und ja, Leute, kommen wir auch zum nächsten Cut. Wow. Dieses Shirt hier habe ich von richtig guten Kollegen bekommen. Digga, wenn du das Video siehst, vielen, vielen Dank für dieses Shirt. Ja, Leute, dieses Shirt habe ich bekommen, als ich bei PA in der Shisha-Lounge war. Phoenix, eine richtig, richtig geile Shisha-Lounge. Ihre Facebook-Seite verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Leute, lasst doch mal einen Daumen nach oben und schreibt, AKA Herat Army. Ja, Leute, dieses T-Shirt hier habe ich mir aus Holland geholt gehabt. Ich finde, das ist eigentlich richtig chillig, sieht das aus. Einfach schwarz, Leute, und dann hier Adidas und dann diese so ein paar komische Muster. Ich finde, das sieht nicht schlecht aus, Leute. Nicht schlecht. Kann man sich auf jeden Fall geben. Wow. Ja, Leute, dieses Shirt hier habe ich aus Jack & Jones. Ist nichts Besonderes, aber ich fand es halt cool und habe mir gedacht, komm, weißt du was, hole ich mir das einfach. Warum nicht? Ja, Leute, da habe ich noch einmal dieses Shirt hier bekommen, auch von Autonom. Richtig, richtig geil. Ich finde die Farbe einfach zurzeit so mega nice. Habe so viele Sachen jetzt in dieser Farbe bekommen und auch mir gekauft selber. Ich finde die Farbe sieht einfach richtig heftig nice aus. Ja, Leute, da habe ich mir noch einmal diese Jacke hier geholt. Die ist von One Piece. Richtig nice. Werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken, Freunde. One Piece ist ein Anime, Leute. Ich verfolge ihn so lange. Leute, ich gehe heute den Anime-Film im Kino gucken in Bielefeld. Richtig geil. One Piece Film Gold. Komm mal noch. Ja, Leute, das ist eine Pullover, den ich euch letztens gezeigt hatte, der aber in der Wäsche war. Den habe ich von Atmo bekommen. Richtig, richtig cool. Wie gesagt, Leute, alles, was ich euch zeige, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken, meine Freunde. Und dann kommen wir zum nächsten Teil. Ja, Leute, das habt ihr schon mal gesehen. Ich habe es noch einmal bekommen. Und lass mich doch mal ausreden. Ich finde ihn so krass geil, Leute. Einfach heftig. Und ja, Leute, diese Sachen sind jetzt im Shop von Autonom erhältlich. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Und ja, Leute, kommen wir zum nächsten Teil, wollte ich gerade sagen. Wow. Ja, Leute, das ist auch wieder so ein Shirt in dieser sandfarbigen Farbe. Aber diesmal ohne Risse. Nein. Wow. Ja, Leute, das ist wieder so ein Shirt von Autonom in olivgrün mit Rissen. Der andere war ohne Risse. Und ja, Leute, wie gesagt. Ja, Leute, da habe ich nochmal so ein weißes Shirt bekommen. Ganz schlicht weiß mit der schwarzen Aufschrift Autonom. Richtig, richtig sick, Leute. Und ja, ich würde sagen, komm mit dir. Hä? Schon wieder so eins? Ernsthaft? Ey, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, am Ende gibt es nochmal eine fette Verlosung, da ich die Sachen ein paar Mal doppelt habe, oder? Oder? Das ist ein ganz schlichtes weißes Shirt, muss ich gerade sagen. Das ist ein ganz schlichtes schwarzes Shirt, habe ich mir geholt, auch von H&M, Leute. Und ja, kommen wir zum nächsten Teil. Hä, hey, warte mal, das ist eine Hose, die musst du weiter unten hinwerfen. Ja, Leute, die Hose habe ich mir auch aus H&M geholt für 40 Euro. Sieht ganz chillig aus. Und Leute, wie gesagt, verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Und wow.
geil. Richtig geil. Einfach mal. Ja, Freunde, dann habe ich einmal diese Ultra Boosts geschenkt bekommen von Snix. Die sehen wirklich richtig, richtig nice aus. Und Leute, wie ihr sehen könnt, ich trage die Schuhe zurzeit echt oft. Die Schuhe gefallen mir richtig, richtig gut. Und Homie, wenn du das Video siehst, vielen, vielen Dank für die Schuhe. Und Leute, bevor ihr gleich alle anfangen werdet rumzuheulen, oh mein Gott, das sind Replikas. Und ja, Leute, die meisten von euch wussten bestimmt nicht mal bis zu diesem Zeitpunkt, als ich es gerade gesagt habe, dass es Replikas sind, Freunde. Oh mein Gott, das ist ein YouTuber. Der trägt Replikas, hat doch kein Geld. An diese ganzen Moralapostel da draußen. Leute, ich kann tragen, was ich möchte, wie es mir gefällt, wenn die Schuhe bequem sind, Leute. Ey, warum soll ich sie nicht tragen? Nehmen wir an, es gibt zwei Kuchensorten, Leute, und die sind beide genau gleich. Der eine kostet 1000 Euro und der andere, den kriegst du umsonst. Welchen nehmt ihr euch? Natürlich der 1000 Euro kostet, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, Leute, warum nicht, ob Reps oder nicht? Die Schuhe gefallen mir und ich trage sie zurzeit sehr, sehr oft. Wie gesagt, Homie, vielen, vielen Dank für die Schuhe. Und ja, Leute, Matthew hat da auch mal was dazu gesagt. Hier, blende ich euch mal ganz kurz ein. Die Schuhe, die gezeigt worden sind von Snix, mein Homeboy, das sind Schuhe, die wir auch, also die ich auf jeden Fall auch draußen trage. Es kommt nicht darauf an, ob die Sachen original oder fake sind. Und es kommt auch nicht darauf an, ob die Sachen von Gucci, Prada, Versace oder Nike oder Adidas oder so sind. Das macht es nicht aus, ob du Style hast oder fashion-orientiert bist. Es kommt darauf an, wie du die Sachen trägst, wie du was mit was kombinierst. Leute, jetzt mal ohne Spaß. Ich persönlich habe sehr viele teure Sachen, aber auch sehr viele günstige Sachen. Ich hole mir nicht immer alles, was teuer ist. Ich hole mir auch sehr viel, was günstig ist. Es kommt nicht auf den Preis an, sondern darauf an, wie du es anziehst. Yo, Matthew, wenn du das Video siehst, vielen, vielen Dank, dass ich dein Video benutzen durfte. Und ja, Leute, wie ihr zu den Schuhen kommt, Freunde, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken, Leute. Da sind richtig, richtig geile Schuhe mit dabei. Wie gesagt, checkt die Videobeschreibung ab, da verlinke ich euch alle. Im Laufe der Woche kriege ich von meinem Homie nochmal zwei Paar Yeezys. Wenn ihr wollt, dass ich euch die Schuhe zeige und euch zeige, wie die Qualität von den Schuhen ist, Leute, schreibt mir das unten in den Kommentaren rein und weiter geht's. Ja, Freunde, zu allererst Hashtag pervers. Zu allererst, Leute, verlose ich 5x 2 Tickets fürs Hardwell Festival, Leute. Blende euch mal ganz kurz ein. What an amazing 2 years we had, together with so many fans all over the world. It's time for the final show of the I Am Hardwell United We Are World Tour. Let us all get together one more time on a very special location where the virtual World Club Dome will arise. Because united we are. Ja, Leute, ihr könnt 5x 2 Tickets gewinnen fürs Hardwell Festival. Richtig, richtig geil, Leute. Aber, Leute, ihr müsst erstmal Ü18 sein, Leute. Was heißt Ü18? Ja, Leute, ihr müsst erstmal über 18 sein. Und, Leute, ihr müsst selber zusehen, wie ihr da hinkommt. Und ihr müsst euch halt selber ein Hotel besorgen. Aber ich denke mal, das ist ja das kleinste Problem, Leute. Ihr müsst mir nur unten in den Kommentaren schreiben, Freunde, warum ihr die Tickets haben möchtet. Und ich werde im Laufe der nächsten Woche, Freunde, die Auflösung machen, wer die Tickets gewonnen hat. Wie gesagt, Freunde, über 18 und selber dahin kommen und selber ein Hotel besorgen. Und das war's auch. Und ihr müsst mir schreiben, warum ihr die Tickets gewinnen wollt. Deswegen, Leute, bitte nur mitmachen, wenn ihr über 18 seid. Und, Leute, jetzt kommen wir zu der anderen Verlosung. Als allererstes, Leute, verlose ich dieses Shirt hier. Vielen, vielen Dank an Autonom, da ich so viele Sachen bekommen habe und eine kleine Verlosung für euch machen kann, Freunde. Richtig, richtig korrekt, Homie, wenn du das Video siehst. Es klingelt. Als zweites verlose ich einmal das weiße Shirt hier. Und dann verlose ich noch einmal das hier, Freunde. Und ja, Leute, auf jeden Fall könnt ihr diese drei Teile gewinnen und die 5x2 Ticket fürs Konzert, Leute. Fürs Konzert schreibt mir bitte unten in den Kommentaren rein. Und wenn ihr diese Sachen gewinnen wollt, Leute, folgt mir auf Instagram. Wäre richtig, richtig cool, Leute. Wir haben fast die 100.000 dort. Und Leute, ihr müsst mir per Insta direkt schreiben, warum ihr die Shirts gerne haben möchtet. Und ganz, ganz wichtig, ich habe im Laufe des Videos ein Frame eingeblendet und da ist eine Zahl drauf, oder 2 oder 3, ich weiß es nicht. Und diese Zahl muss mit in der Nachricht sein, Leute. Und ja, Leute, ich würde sagen, viel Spaß beim Gewinnspiel. Und Leute, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch mehr Gewinnspiele sehen wollt, haben wollt und wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ey, warte. Und Leute, ich bin noch auf den Video Days. Und jetzt, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein.